Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zur neuen Leni und Toni Show, die Nummer 202. Direkt anschließend an die 201, weil wir stehen hier immer noch in Nyborg, der alte Fährhafen, wo wir dachten, vielleicht dürfen wir hier gar nicht stehen, aber es hat sich niemand aufgeregt. Im Gegenteil, die Angler sind nett, die haben gegrüßt und so weiter. Es war sonst keiner mehr hier außer uns und wir haben eine schöne Nacht verbracht. Also eine schöne, ruhige Nacht und Leute, also das ist wirklich zauberhaft hier. Es gibt halt nichts, ja, das haben wir ja gestern schon gesagt. Kein Strom, kein Wasser, keine Entsorgung, keine Versorgung, nichts. Aber nur Brachland. Wir sind ja im Auftrag der Autarkie unterwegs. Ach, so sind wir das. Also wir sind jetzt keine, das habt ihr bestimmt schon gemerkt, wir sind nicht so Campingplatz-Camper. Wir stehen lieber so wie hier. Falls ihr das hier anfahren möchtet, seid darauf vorbereitet. Also die bauen hier hinten dran. Im Moment sind sie fertig mit ziemlich vielen Wohnhäusern bauen, die auch ziemlich toll aussehen. Aber da sind schon wieder neue Claims abgesteckt. Also es kann sein, dass da demnächst wieder Baustelle ist. Und das konnte man auch in den Bewertungen von Park4Night lesen, dass es dann teilweise morgens schon früh losgeht. Klar, die arbeiten ja. Nur wir haben gesagt, wir fahren einfach auf dem Rückweg nochmal hier vorbei. Erstens, weil es schön ist und zweitens, um zu gucken, ob da schon was gebaut wird. Und wenn das fertig ist, dann ist nicht klar, also für uns jetzt halt nicht ersichtlich, ob man dann hier weiter hinfahren kann. Ja, genau. Also wenn ihr jetzt diese Leni und Toni Show erst in 3 Jahren seht, dann kann es sein, dass es hier ganz anders aussieht. Dass es hier nicht mehr so ist, wie es jetzt ist. Darum beeilt euch lieber, um hierher zu kommen, wenn ihr auch gerne so auf Brachland steht. Ich habe gesagt, das ist hier Lost Places ohne Gebäude. Jo. Ja. Ja. Aber wirklich, die Angler total nett, haben gewunken alle und gegrüßt. Wir saßen hier noch lange und ja, es war echt schön. Bei jedem Auto haben wir gesagt, oh, jetzt kommt die Polizei, aber kam niemand. Kommt auch keiner. Nee. Wir haben das jetzt hier eigentlich angemacht, weil wir viele Fragen von euch gekriegt haben in den letzten Wochen, wie das klappt mit der Kaffeemaschine und mit dem Wassertank auffüllen. Und weil wir gerade darüber gesprochen haben, dass wir uns selber auch da ziemlich viel Gedanken drüber gemacht haben, wollten wir es euch zeigen, weil es ist vollkommen unsinnig gewesen, darüber so viel nachzudenken. Wir schieben die Maschine einfach ein Stück nach vorne und dann geht der Wassertank da ganz easy peasy rein und wieder raus. So. Fertig. Und dann läuft der Kaffee. So, und dann kann man es auch wieder nach hinten schieben zur Not. Und während der Fahrt steht sie da unten. Also, ist ganz klar. Das haben wir aber schon, gestern gesagt. Haben wir schon gesagt. Mehr wollten wir gar nicht. Wir fahren jetzt weiter. Nee, ich muss noch ein bisschen Büroarbeit machen. Und dann fahren wir weiter. Und heute stehen die Brücken auf dem Plan, endlich. Und das wird wieder spannend. Ich finde, das ist das Tolle am Wohnmobilfahren, also solche Touren, dass man nie weiß, was passiert und wo man abends ankommt und rauskommt und was zwischendurch eben so los ist. Also ich bei uns zumindest. Wir planen ja nichts so vor. Wir buchen ja keine Plätze oder sowas. Oder, ja, also wir fahren ja immer ins Blaue hinein und hat bis jetzt immer gut geklappt. Ja, eben. Also, weiter geht's. Gute Fahrt euch über die Brücken. Zwischenstopp? Zwischenstopp nach der Störbeltbrücke. Wo waren wir, haben wir denn aufgehört? Wo haben wir denn aufgehört? Na, in Nyborg haben wir aufgehört, praktisch vor dem Busfahren. So, wir haben also die Störbeltbrücke überquert. Das mit der Go-Box, ich nenne es jetzt mal mit dem, ist ja keine Go-Box, Quatsch, aber mit dem Probis. Transponder, wir sind da rangefahren an die Schranke sozusagen, wo oben drüber grün Express Probis stand. Und dann hat es wipp gemacht und die Schranke ging auf und wir sind da durchgefahren. Zack, zack. So, wie es sein soll. Also, ich weiß gar nicht, du hast dir so Gedanken gemacht. Hoffentlich geht alles gut. Ja. Aber natürlich, das ist das erste Mal und da kann man schon mal, wenn die Schranke nicht aufgeht, dann muss man halt einen Knopf drücken und klingeln oder keine Ahnung was. Ja. Wie in Frankreich. Es hat so schnell wipp gemacht, ich konnte gar nicht gucken. Ich war überfordert mit 2 Kameras und einem Handy, um alles zu fotografieren und aufzunehmen und so. Und dann hat es schon wipp gemacht und wir sind durchgefahren. Ich habe jetzt dann gleich die App im Anschluss befragt. Die App wusste das aber noch nicht.
nicht, dass wir durchgefahren sind. Ich bin gespannt, wann das aktualisiert wird. Ja. Da ist letzter Eintrag immer noch vom 2. Mai, als ich das Geld überwiesen habe. Ja. Also wir gucken mal. Ich gucke gleich nochmal. Tatsächlich sind wir aber jetzt eben nochmal tanken gefahren, weil viele von euch uns geschrieben haben, wir sollen unbedingt nochmal in Dänemark tanken, bevor wir nach Schweden fahren. Das haben wir gemacht. Für umgerechnet 2 Euro den Liter. Und das ging ganz einfach. Das kennen wir so aus Frankreich mit so einem Kartenzahlautomaten. Kommt erst die EC-Karte rein und dann wird getankt. EC-Karte hat funktioniert, war kein Problem. Und auf dem Autohof, wir haben, also in Deutschland ist es so, dass wir unsere Spritpreise ja immer über die ADAC-Spritpreis-App gucken können, wo es günstig ist. Und Toni hat gestern gegoogelt, in Skandinavien werden die Spritpreise nicht öffentlich bekannt gegeben. Also ist hier nichts mit App und gucken. Deshalb muss man ein bisschen die Augen aufhalten, so wie man das früher auch gemacht hat. Und dann haben wir gesehen, das kostet 14,80 Kronen, dänische Kronen, an einer Tankstelle, an der nächsten haben wir 16 Kronen irgendwas gesehen und jetzt hier am Autohof waren es wieder 14 Kronen. Das war rabattiert irgendwie, was weiß ich was für ein System, auf jeden Fall sind das dann umgerechnet 2 Euro gewesen, nach heutigem Stand. Passt. Also geht noch. Ja, haben wir nochmal voll gemacht und jetzt haben wir hier nochmal angehalten an einem Rastplatz, so einem ganz normalen, und da ist schon wieder hier so eine Entsorgungsstation für Wohnmobile, da werden wir gleich nochmal was ausleeren und... Dann geht's über den Öresund. So, vorher trinken wir Kaffee. Und? Tada, ich habe 2 Hände. Ja, verrückt. Na sowas. Und ich nur eine. Also, wir sehen uns in Schweden wieder, denke ich. So sieht's aus. Liebe Freunde aus Schweden. Ja, wir haben ja gesagt, wir melden uns in Schweden wieder. Machen wir jetzt. Tschüss. Nein, war ein Scherz. Wir sind gestern über die Öresundbrücke gefahren und ich muss euch sagen, das war auch schon bei Störebelt so, ich war so ergriffen. Irgendwie ist es dann so, ihr wisst, ich bin dann sehr nah am Wasser gebaut und bin dann sehr emotional und dann hat man sich so lang drauf vorbereitet und dann sind wir drüber gefahren. Es ist immer noch sehr ergreifend für mich. Also ich finde, die Fahrt, die Strecke über den Landweg mit diesen beiden Brücken ist so sehenswert. Ich käme gar nicht auf die Idee, auf eine Fähre zu fahren, weil man dann so viel verpasst. Und gestern habe ich gesagt, ich habe ja auch ein Wohnmobil, damit muss ich ja auf der Straße fahren über solche spektakulären Sachen. Das ist ja sonst so, als hätte ich ein Motorrad und würde nicht über die Route 66 fahren, sondern würde mein Motorrad ins Flugzeug verladen. Toni sieht das nicht so. Ist egal, ja, ich habe es einfach so toll gefunden. Nein, das eine hat ja was für sich, das andere hat was für sich. Ja, also der Weg ist ja das Ziel und die Brücken zu fahren, ist es schon schön und spektakulär. Wenn es jemand eilig hat, weil er vielleicht nicht so viel Zeit hat. Ja, das ist ja was anderes. Dann Fähre und rüber. Also ja, ist so. Ist ja eine andere Voraussetzung. Genau. Ja, aber wer es noch nicht gemacht hat, auf jeden Fall sehenswert, natürlich. Ja, und dann hat es auch bei der Öresundbrücke wieder gepiept mit unserem Probis da vorne. Und dann bekommt man über die App relativ fix angezeigt, dass man da drüber gefahren ist. Und ein paar Stunden später kommt auch schon die Abrechnung. Und wir haben tatsächlich für die Überfahrt über die Öresundbrücke nur 350 dänische Kronen bezahlt. Das sind 40 Euro. Also das ist lächerlich. Wir haben vor 4 Jahren 120 Euro bezahlt. Und ich denke, das ist... nochmal gestiegen im Preis. Ja, auf jeden Fall. In 4 Jahren. Auf jeden Fall lohnt sich dieser Bro-Pass. Wenn man hin und zurück fährt, lohnt sich auf jeden Fall schon. Ganz klar.
Ja. Also, das war toll. Und dann sind wir in Schweden angekommen, haben erstmal ein bisschen Mittagspause gemacht und ein Süppchen gegessen und haben überlegt, wie weit wir noch fahren, weil heute ist ja der Tag der Tage. Wir müssen Clara ja heute, also bis heute Abend um 18.10 Uhr, über die Grenze nach Norwegen gebracht haben. Das liegt ja an dieser Fuchsbandwurmkur, die vorgeschrieben ist für Hunde, die einreisen nach Norwegen, es sei denn, sie kommen aus Finnland, dann ist es nicht notwendig, aber wir brauchen das jetzt halt. Und diese Tablette, die darf maximal vor 120 Stunden in den Hund gelangt sein. So, das muss auch unter Aufsicht des Tierarztes passieren. Das wird mit Uhrzeit im Impfpass oder im Heimtierausweis bescheinigt. Und dann muss man also innerhalb von 120 Stunden über die Grenze fahren. Und heute Abend um 18.10 Uhr ist es soweit. Also jetzt haben wir gestern überlegt, wie weit fahren wir heute. Damit wir heute nicht mehr so viel fahren müssen. Und jetzt sind wir hier kurz vor Göteborg gelandet. Mhm. Ich habe bei Park 4 Night geguckt nach Stellplätzen. Und wir sind ja auf der Spur, im Auftrag des kostenfreien Parkens unterwegs. Und dann waren wir gestern wieder zu geizig, um für Stellplätze Geld zu bezahlen, um da eine Nacht stehen zu bleiben. Und dann habe ich doch tatsächlich dieses Plätzchen hier gefunden bei Park 4 Night und das ist ja so traumhaft schön, oder? Ja, wir hatten es vor 4 Jahren, als wir nach Norwegen gefahren sind. Ja, sagte Leni zu mir, in Schweden, da fährst du einfach eine Straße entlang bis ans Ende und da ist dann der See und dann kannst du stehen bleiben. Das darfst du da. Gut, da hatten wir ja damals es versucht, das hat nicht geklappt. Es ist jetzt eine andere Geschichte. Ja. Und auf jeden Fall haben wir das damals nicht geschafft und dieses Mal sagt sie, jetzt fahren wir da lang. Und ich so, das ist jetzt so genauso diese Straße, ja, bis zum Ende. Und dann, und sie sagt, ja. Und so war es auch, ja. Und wir sind hier angekommen und stehen jetzt hier wirklich am Meer. Und das war einfach traumhaft mit super spektakulärem Sonnenuntergang gestern Abend. Super. Ja. Echt, echt geil. Also Park 4 Night. Yep. Ja, wirklich ganz, ganz toll. Man darf in Schweden, gilt ja auch das Jedermannsrecht. Das heißt, man darf im Grunde genommen überall stehen bleiben, aber unter Rücksichtnahme auf die Anwohner und nicht so nah an bewohnten Häusern dran. Jetzt ist hier über uns den Berg rauf eine Wohnsiedlung, aber die sind praktisch alle über uns und wir stehen hier an Hecken und das ist relativ weit weg. Die sehen uns tatsächlich nicht. Und hier ist ein kleiner Hafen und dann zu diesem Hafen eben dieser Parkplatz. Und wir haben jetzt zu dritt hier übernachtet und es war sehr nett. Und alle, die hier so kamen, hier gehen mit Hunden viele spazieren. Und dann sind hier noch welche zu ihren Booten gekommen gestern Abend und heute Morgen. Die haben alle fröhlich gewunken. Also es ist auch hier ganz normal, dass hier Wohnmobile stehen. Mhm. Es war so toll. Ja. Hier sind dann noch Schiffe vorbeigefahren gestern Abend und wir sind hier noch spazieren gegangen. Es war herrlich. Ja, und jetzt müssen wir uns mal auf die Socken machen, weil 18.10 Uhr Grenze Norwegen. Ja, das ist ja hinzukriegen. Das sind von hier aus jetzt noch 200 Wattkilometer. Ja, genau. Also heute sehen wir uns wieder in Norwegen, denke ich. Richtig, das nächste Mal vermutlich, je nachdem, vielleicht kommt noch mal was dazwischen, sehen wir uns an der Grenze zu Norwegen wieder. Bis dahin. Ja, mit zappeln wir Wasser. Ja, Norwegen ist ja oftmals so, dass an Tankstellen oder mittendrin irgendwo Entsorgungsstationen für Wohnmobile sind. Mit Abwasser, WC-Kassette und Frischwasser.
meistens kostenlos. Aber Freunde, tatsächlich haben wir einen richtigen Ritt hinter uns heute, bis wir auch hier jetzt diese Wasserstation gefunden haben. Und wir mussten jetzt erst eine Wasserstation finden, bevor wir uns einen Schlafplatz suchen. Das ist jetzt die nächste Herausforderung, aber ich habe gerade bei Park4Night was Feines entdeckt. Da werden wir als nächstes anhalten und gucken, ob wir da schlafen möchten. Und dann, glaube ich, melden wir uns nochmal. Aber wir können schon sagen, die Grenze war spektakulär, unspektakulär. Und wir sind tatsächlich jetzt schön in Norwegen angekommen und haben, also es ist auf einmal jetzt schon 7 Uhr abends geworden. Wir müssen uns jetzt ein bisschen ranhalten, weil in 2 Stunden spielt die Eintracht. Und das ist jetzt überhaupt ja noch das große Thema heute, dass die Eintracht gewinnen muss. Wir bis dahin Wasser getankt haben müssen, einen Schlafplatz gefunden müssen, was gekocht haben und euch erzählt haben, was hier einfach so los war heute. Neben der Autofahrt. So, also würde ich sagen, Greta trinkt jetzt hier mal fertig, Pipi gemacht hat sie schon und dann geht's zum Schlafplätzchen. Am See im Wald, klingt erstmal gut. Ne? Naja. Naja. Also, wir haben unseren Waldparkplatz gefunden, haben ganz schnell was gegessen und jetzt haben wir gedacht, bevor die Eintracht gleich ihr Spiel gewinnt, müssen wir noch mal schnell zu dem See laufen, der wirklich 2 Meter von dem Parkplatz entfernt ist. Und müssen noch mal gucken. Und das haben wir entdeckt und es ist so wunderschön hier. Ja, mitten im Wald ein See, ja, Parkplatz nebendran. Ja, und das ist aber das Tolle an Norwegen. Hier gibt es Sitzgelegenheiten, hier sind Grills aufgebaut, hier gibt es überall Mülltonnen, hier gibt es ein Toilettenhäuschen. Es ist alles da. Es sind Trampelpfade da, man kann das alles nutzen. Und es nutzen auch sehr viele offensichtlich und viele Sportler sind hier unterwegs, aber es ist eben alles sauber und ordentlich hinterlassen. Und es wird sich nur auf den Trampelpfaden bewegt hier, die durch den Wald gehen. Und das ist eben alles, das finde ich so toll an Norwegen, das ist eben dieses Jedermannsrecht, dass der Staat sagt, das Land gehört den Bürgern. Und die gehen aber auch alle sehr respektvoll damit um. So. Das ist das Wichtige an der ganzen Geschichte. Und dann entdeckt man hier so tolle Sachen. Da ist ein Schwimmponton, heißt das, glaube ich, gell? Mitten im See drin. Also es ist großartig. Ich finde es ganz toll. Und 2 klitzekleine Häuschen. Eins da hinten, das ist ein bisschen größer. Und das andere, an dem sind wir da vorbeigelaufen. So, jetzt müssen wir aber zurück zu Greta gehen. Von unserer spektakulär-unspektakulären Grenzüberquerung erzählen wir euch morgen früh. Da haben wir mehr Kraft, weil heute sind wir richtig geschlaucht. Bisschen platt, ja. Ja, obwohl es am Ende nur 430 Kilometer waren. Aber die waren anstrengend und mit Regen und... Ja. Das erzählen wir euch morgen, genau. Und dann wissen wir auch, wie das Spiel ausgegangen ist. Und, Ach, du meinst, wie viel die Eintracht gewonnen hat? Ja, hoffen wir es. Also, ja. Also erstmal alle auf jetzt nach Sevilla, denn da ist das Spiel und dann gute Nacht, bis morgen, tschüss. Einen wunderschönen guten Morgen. Die Augen sind vielleicht so ein bisschen noch in Feierlaune, weil gestern Abend wurde es spät. Ihr könnt mich auch als Orakel nehmen, wenn es irgendwie mal so um andere Fußballspiele geht. Ich habe häufig mal recht. Leni hat es ja gesagt, ja. Die Eintracht wird gewinnen und sie hat gewonnen. Hat es ein bisschen spannend gemacht, aber da hat man wenigstens was geboten bekommen für sein Geld. Ja, ja. Elfmeterschießen, also super. Also wirklich super, super, super. Ja, ich muss sagen, also hier in Norwegen wird einiges gerade gut gemacht, was vor 4 Jahren schiefgelaufen ist. Das fing schon an mit diesem traumhaften Stellplatz in Schweden vor 2 Tagen, wo wir uns ja erinnert haben, dass ich vor 4 Jahren immer gesagt habe, wenn man in Schweden ist, muss man einfach nur eine Straße lang fahren bis zum Ende. Da kommt ein See, da kannst du stehen bleiben. Und es hat vor 4 Jahren null geklappt. Und diesmal hat es einfach geklappt und es war sogar das Meer. Dann wollte ich vor 4 Jahren unbedingt immer einen Elch sehen. Und es hat nie geklappt. Und gestern waren wir die ersten 3 Kilometer über die Grenze gefahren. Zack, lief da ein Elch über die Wiese direkt neben der Autobahn. Das war vollkommen verrückt. Wir waren wirklich gerade hier in Norwegen angekommen. Und dann ist ja dieses spektakulär tolle Fußballspiel gewesen vor 4 Jahren. Da war WM oder EM? WM war da und da haben wir verloren. Ja, da haben wir verloren. Wir sind rausgeflogen gegen Russland. Nein, wir haben verloren, aber das war noch Gruppenphase, aber wir sind dann trotzdem heimgefahren irgendwann. Wir sind da sehr schnell, sind wir heimgefahren und da haben wir auf dem Hinweg
noch in Deutschland in Rüden auf dem Autohof angehalten, haben uns Sachen vom Donald geholt und dann hat Deutschland verloren und dann war ich ja so stinkig, dass ich die Aufbautür von Günther so schnell zack aufgemacht habe, nicht dran gedacht habe, dass das seitliche Fenster auf ist und seitdem hat Günther ja eine kleine Beule in der Tür und ein paar Kratzer und jetzt die Wiedergutmachung gestern Abend, dass die Eintracht gewonnen hat. Ja. Gut, für alle Fußball-Nicht-Fans, denen ist das wahrscheinlich pupegal. Uns nicht, uns freut's. So. Immer noch mal andersrum. Genau. Willst du auch mal? Wir sind in Kongsberg. In Kongsberg angekommen, das haben wir vielleicht gestern schon gesagt. Haben hier schön auf einem Parkplatz übernachtet, waren gestern noch mal spazieren an dem See und hier ist tatsächlich nach dem Spiel, da war es so 12, war es noch so dämmerig im Norden. Also da war es noch nicht stockenduster. Das heißt, wir kommen ja so langsam in den Norden. Aber da wollten wir ja hin. Vegetationstechnisch sind wir hier eigentlich wieder auch im März angekommen. Ja. Also wir haben hier so zwischen 13 und 17 Grad. Lustigerweise blühen die Forsythien und der Flieder gleichzeitig. Und die Bäume sind gerade so am Ausschlagen. Also wir haben hier jetzt nochmal Frühling gekriegt. Ja, klar, geht mal baden. Tatsächlich. Vielleicht zeigst du mal. So, weg ist sie. Das ist, wenn man so 8 Meter lange Leine hat, dann geht man halt mal ins Wasser. Dafür sind wir ja auch nach Norwegen gefahren. Ich muss ja auch gucken, was hier los ist. So, kommst du wieder hoch, ja? Nein. Weißt nicht wie. Gut. Was gibt's noch zu sagen? Ich glaube, wir haben jetzt schon alles gesagt. Es ist so wunderschön hier, die Natur. Wir gehen einfach durch den Wald spazieren und dann ist hier schon viel Wasser und wunderschönst ausgebaute, nicht ausgebaute Wanderwege, die als Langlaufloipen dienen. Wir haben gerade überlegt, wie viel Schnee muss hier liegen, damit die mit den Skiern über diese Loipe hier rüberfahren können, laufen, weil hier sind ganz viele Steine und Wurzeln und so. Und haben wir gesagt, wird schon viel Schnee sein. Ja, sonst wird es nicht funktionieren. So, wir machen mal unsere Tour jetzt fertig. Okay, Clara sammelt. Wir müssen erst nach Clara gucken, die sammelt Holz noch. Vielleicht ist es ihr zu kalt geworden, dass wir ein Feuerchen machen müssen, ich weiß nicht. Ja, ich glaube, wir machen Schluss jetzt mal hier für heute. Und diese Leni und Toni Show. Richtig. Es gab ja viel zu feiern. Ja, wir wollen jetzt weiter Richtung Telemark-Kanal. Und melden uns von da aus dann wieder, weil da soll es schön sein und da soll es viel zu gucken geben. Ja, und ich muss jetzt Clara und hier alle Bäume retten, weil sonst ist der Wald abgeholzt. Naja, wie auch immer. Ach, bevor wir es vergessen, der Grenzübergang, der war auch relativ spektakulär. Also spektakulär, unspektakulär, so rum. Weil wir von der Autobahn, von der E6 sind wir abgefahren. Weil wir gehört haben, dass wegen dieser Zollgeschichte für den Hund anmelden und so weiter teilweise lange Wartezeiten sind. Und wenn die ganzen LKWs da sind, dann gibt es vielleicht Wartezeiten. Das haben wir gesagt, wir fahren ab und fahren eine kleine Straße noch an ein paar Seen vorbei. Ich drehe mich einfach mit um. An ein paar Seen vorbei, eine kleine Straße, war kaum Umweg über einen kleineren Grenzübergang, dass es da schneller geht wegen klarer Anmelden und Impfung und Pipapo. Und dann kam ein Schild, Grenze, Reichsgrenze von Schweden und dann waren wir in Norwegen. So, Punkt. Kein Schlagbaum, kein Häuschen, kein Zoll, kein Nix, kein gar nichts. Also sind dann weitergefahren, weil es war halt so. Ich konnte gar nicht so schnell den Clarence anmachen. Vielleicht könnt ihr es jetzt sehen, aber ich konnte gar nicht so schnell anmachen, dass man das Schild noch gesehen hätte. Es war wirklich so wie hier, mitten im Wald, diese kleine Straße und dann stand Reichsgrenze und dann waren wir da. Wir haben uns angeguckt, ich sag, wir hätten eigentlich die Kamera auf uns halten müssen, weil es viel spektakulärer war, wie wir geguckt haben, voller Verwunderung. Wir waren auch so nicht erschrocken, aber verwundert, dass wir nicht mal auf die Idee gekommen sind, da irgendwie mal anzuhalten und nochmal zu gucken und ein Foto von diesem kleinen Schildchen zu machen. Also und dann sagte hier das Navi, willkommen in Norwegen, Sie sind jetzt da und wir dachten, ach so. Ja. So und dann habe ich nochmal, ich habe alte Unterlagen vom ADAC dabei mit Einreisevorschriften und da steht drin, das hat uns damals am meisten interessiert, dass die Fuchsbandwurmkur von Finnland aus nicht notwendig oder vorgeschrieben ist. Wir hatten sie damals ja aber trotzdem gemacht, weil wir ursprünglich noch gar nicht geplant hatten, über Finnland zu fahren damals. Und da steht aber auch drin, dass man die Papiere bei der Einreise von Schweden aus nicht vorlegen muss und der Hund nicht anzumelden ist. Warum auch immer. Hm. Und ob das jetzt auch noch so seine Gültigkeit hat, ich muss es nochmal nachgoogeln. Also ja. Aber wir haben ja alles. Wir haben alles dabei.
nehmt mal lieber alles mit. Lasst euren Hund mal mit der Bandwurmkur da das alles machen. Weil wir haben ja auch schon gehört, dass es auch von Schweden aus Probleme gab, ohne gescheite Papiere. Ja, weil man kann nicht einfach von Norwegen nach Schweden und wieder hin und her. Ja. Das geht nicht. Das haben uns auch schon viele erzählt, dass es Probleme gab, dass man dann in Schweden einen Tierarzt suchen musste und dann hier die Kur brauchte. Und also, ja, also wir sind jetzt auf jeden Fall drin. Und hier bleiben wir jetzt auch erstmal. Genau. Hier ist nämlich schön. Und ich habe heute Morgen festgestellt, das hat mich gewundert, dass Norwegen flächenmäßig viel größer, 9000 Quadratkilometer größer ist als Deutschland. Nur, also die sind fast gleich groß, flächenmäßig. Ja, hätte ich nicht gedacht. Ich habe gedacht, Norwegen wäre viel kleiner. Nein, das ist ja groß und lang da oben raus. Da müssen wir noch 3 Monate länger bleiben, als wir eigentlich wollten. So, also, mach's gut für diese Leni und Toni Show. Wir melden uns in der nächsten Leni und Toni Show wieder. Wir hatten es ja gesagt, nicht immer regelmäßig montags. Und bleibt gesund, ärgert euch nicht über Dinge, die ihr nicht ändern könnt. Und wir machen jetzt mal weiter hier. Tschüss. Und wir feiern noch ein bisschen die Eintracht. Ja. Tschüss. Bis nächstes Mal. Tschüss.